7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Habt ihr schon Ei gelegt? Nein. Kommt, Mädels. Rauskommen. Rauskommen, guten Morgen. Paula, kommst du mit? Eigentlich will ja immer Mia zuerst. Aber jetzt probiere ich mal. Am Anfang stand ja das mobile Freilaufgehege direkt vor dem Hühnerstall. Da brauchte ich nur die Hühnerklappen zu öffnen, die Hühnerleiter dran zu stellen und dann sind die Hühner von alleine rausgegangen. Nach ungefähr 4 Wochen ist aber dann die Wiese von den Hühnern ziemlich abgegrast und deswegen versetze ich dann das Gehege. Und dadurch, dass das Gehege jetzt weiter hinten ist, trage ich jedes einzelne Huhn raus. Ich habe auch schon beobachtet, dass sie dann zwar von alleine in das Gehege gehen irgendwann, aber das dauert unter Umständen doch eine Weile. Und auf der anderen Seite ist es eine ganz praktische Übung, wenn man die Hühner jeden Tag zum Gehege trägt, damit die Hühner noch zahmer werden. Und beim Raustragen achte ich ein bisschen auf die Rangfolge, weil die Chefhenne ist Mia und Paula. Meistens gehen sie auch in dieser Reihenfolge wieder nach Hause. Zuerst geht Mia nach Hause, dann Paula, dann Sissi und dann Lena. Und man sieht, Sissi wartet schon fast drauf, weil sie weiß, sie ist jetzt dran mit rausgetragen werden. Und dass die Hühner handzahm werden und keine Angst haben, sich anfassen zu lassen, ist, glaube ich, dann doch recht wichtig, falls sie mal untersucht werden müssen vom Tierarzt oder einfach, wenn man sie selber mal durchchecken will. Oh, dass es nur 4 sind, sonst hätte ich jetzt viel zum Hin und Her gehen. Und das ist wirklich eine gute Sache mit diesem mobilen Gehege, weil man sieht da so, wie es nach 4 Wochen ausschaut mit 4 Zwerghühnern. Mein Gott, die Sonne scheint auch drauf, aber demnächst muss ich es wieder umstellen. Das ist wirklich eine praktische Sache, weil noch 4 Wochen oder doppelt so lang, dann hätte man hier nur noch Erde. Da sind die Sandbäder. Löcher, Sandbadlöcher, muss man nachher wieder zumachen. Ja, Mädels, muss ich wieder umstellen, gell? Da freuen die sich schon, gibt's wieder viel zu finden. Was ich sehr schön finde, seit ich die Hühner im Garten habe, dass im Garten plötzlich so vieles einen Sinn ergibt, was vorher gestört hat, zum Beispiel Kletten. Die fressen die Hühner sehr gerne, die Kletten, daher freut man sich plötzlich über Kletten, Löwenzahn und sogar über Maulwurfshügel. Da werden sich die Mädels jetzt freuen. Der Maulwurf hat über Nacht gegraben. Das hat mich früher immer geärgert. Und jetzt ärgere ich mich nicht, sondern freue mich für die Hühner. Wenn sich jemand überlegt, sich Hühner anzuschaffen, da kann ich nur sagen, also ich bereue nichts. Es ist einfach herrlich mit den Hühnern. Das sind wirklich wunderbare Geschöpfe. Es gibt ja so viele Leute, die sagen, igitt, Hühner stinken, Hühner verschandeln alles, machen alles kaputt und so weiter. Und ich muss sagen, meine Erfahrung mit zumindest diesen Zwerghühnern ist, dass sie wahnsinnig lieb sind, irrsinnig brav. Sie geben im Garten eine nette und lustige Gesellschaft ab und sie sind sehr aufgeweckt. Aufgeweckt und genügsam. Sie sind wirklich erstaunlich genügsam. Und bis jetzt haben sie nichts angestellt und was mich erstaunt ist, dass sie waren ab und zu im Gemüsebeet und da habe ich sie gar nicht mal schlimm, sondern nur so ein bisschen verscheucht und seitdem gehen die in das Gemüsebeet nicht mehr rein. Sie sind also außerdem noch gelehrig, von wegen dummen Huhn. Sie sind ziemlich schlau.
Und für mich sind die absolut schönsten Stunden, wenn ich sie am Abend aus dem Gehege rauslasse und zwischen 1 und 2 Stunden ganz frei im Garten rumlaufen lasse. Das ist einfach wunderschön, sie da zu beobachten, wenn sie komplett frei im Garten rumlaufen können. Das ist übrigens geraspelter Radi, den fressen die sehr gerne und den haben sie auch gut vertragen. Das war's für heute. Ciao, Pfirti, Servus. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ach, was ich noch sagen wollte zum Thema draußen füttern. Heranwachsende Hühner brauchen ja schon mehrmals täglich was zu essen. Ich glaube, erwachsene Hühner auch. Und letztens habe ich ja gesagt, draußen nicht füttern. Aber was sie natürlich innerhalb kürzester Zeit wegfuttern, das kann man schon draußen geben. Wow, innerhalb kürzester Zeit haben die das verputzt. Das war frischer Mais mit Weizenkleie und ein bisschen Haferflocken. Ratzfatz, alles aufgegessen. Und was sie dann nicht aufgegessen haben, nehme ich wieder mit in die Küche. Das sind jetzt nur Flocken, aber wenn das Gemüse wäre, auch so sicherheitshalber wegen Fliegen, Alu, Folie drüber, fertig. 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother...